Mein Name ist Jessica, ich bin 21 Jahre alt und lerne Restaurantfachfrau. Ich habe mich für den Beruf entschieden nach meiner Ausbildung zur Schneiderin, weil ich einfach was Neues lernen wollte mit Kontakt zu Leuten. Ich habe bis jetzt alles schon gelernt, von Gala-Service zum Menü-Service bis hin zu à la carte. Und jeden Tag gibt es immer was Neues zu lernen. Ich kam auf die Alpenrose dadurch, dass wir früher hier Stammgäste waren, ich es hier immer toll fand und einfach in der Gastronomie arbeiten wollte. Ich mache die Lehre HGA, arbeite momentan an der Rezeption, werde aber natürlich auch in die anderen Bereiche reinschauen, in die Küche und in den Servicebereich, um später vielleicht auch in anderen Abteilungen zu arbeiten. Ich würde den Job weiterempfehlen, weil man einfach jeden Tag was Neues lernt, immer Kontakt hat zu anderen Menschen und weil man später auch viele verschiedene Möglichkeiten hat, aufzusteigen. Hallo, ich bin die Bogi, ich bin 19 Jahre alt und ich mache meine Lehre als Restaurantfachfrau. Hier habe ich gelernt, wie man Feinservice macht, an dem Bar arbeitet und jeden Tag mit den Gästen umgeht. Und ich mache meine Lehrabschlussprüfung im Juni und nach der Prüfung komme ich wieder zurück zum Arbeiten, weil wir ein ganz gutes Team hier haben. Hallo, ich bin Vanessa, bin 18 Jahre alt, lerne hier als Köchin und eigentlich gefällt mir relativ gut, dass man eigentlich nie auslernt, dass man jeden Tag was Neues lernt. Hallo, ich bin die Sabrina, ich bin 19 Jahre alt, ich mache im Moment die Lehre als HGA im Hotel Alpenrose. Ich habe Bürokauffrau gelernt und bin dann zufällig in die Alpenrose gekommen und besonders gefällt mir an der Arbeit an der Rezeption, dass es jeden Tag eine neue Herausforderung gibt, dass ich mit Gästen in Kontakt komme. Und ich würde die Lehre weiterempfehlen, weil danach alle Türen offen stehen. Hallo, ich bin die Nicoline, ich bin 19 Jahre alt und habe in der Alpenrose meine Ausbildung zur Gastronomiefachfrau gemacht. War zuerst 2 Jahre im Service, dann 2 Jahre in der Küche. Jetzt werde ich dann im April für 1 Jahr nach Australien gehen, um Erfahrungen zu sammeln und irgendwann wahrscheinlich wieder in die Alpenrose zurückschauen. Ich würde die Ausbildung jedem empfehlen, weil man einfach beide Seiten kennenlernt, wie es im Service abläuft, wie es in der Küche abläuft. Am besten hat mir Service gefallen, weil man halt mehr Gästekontakt hat und ich würde jedem empfehlen, die Ausbildung in der Alpenrose zu machen, weil die Lehrlingsausbildner immer hinter einem stehen und einem sehr helfen. Und das Team auch sehr gut ist. Hallo, ich bin die Vivian, 21, komme aus Stuttgart. Ich mache ein bisschen was anderes als unsere Lehrlinge. Ich bin duale Studentin und zwar studiere ich Hotelmanagement. Die Uni ist in Düsseldorf, das Ganze ist ein Fernstudium. Heißt, ich studiere übers Internet. Meine Prüfungen schreibe ich in München, zwischendurch bin ich für Seminare in Düsseldorf. Ich habe mich dazu entschieden, Hotelmanagement zu studieren, weil ich den Traum habe, in die große, weite Welt zu gehen und dass mir die besten Möglichkeiten erbringt. Und ja, ich kann in alle Bereiche reinschnuppern. Ich war in der Rezeption schon, in der Küche. Derzeit bin ich in der Reservierung. Ich würde mein Studium weiterempfehlen, weil es einfach super viel Spaß macht. Es ist harte Arbeit, aber nach dem Studium stehen einem Welten offen. Man kann super viel erleben. Man kann sich in verschiedene Positionen einbringen und so einfach viel erleben. Auf die Alpenrose bin ich gekommen, dadurch, dass wir früher selber Stammgäste waren. Mit meiner Schwester zusammen habe ich hier super schöne Zeiten verbracht. Und ja, deswegen hat mein Papa vorgeschlagen, komm Vivian, studiere doch Hotelmanagement und das Ganze kannst du doch in Lermus machen, in der Alpenrose. Ich fand die Idee super, habe gleich angerufen, nachgefragt, ob sie dann auch das anbieten und sie haben das Ganze angenommen.